So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute meine erste Runde, nein, nicht meine erste Runde, aber eure erste Runde wahrscheinlich für mich, mit mir eine Runde Black Sonata. Frisch eingetroffen am letzten Freitag und jetzt will ich kurz vor Weihnachten euch das auch nochmal mit einem kleinen Let's Play näher bringen, das Spielchen. Ein Ein-Personen-Spiel, 14 Jahre und älter, ungefähr eine halbe Stunde, ist von John Keane. Der hat sowohl das Spiel entworfen als auch das Artwork gemacht und bei Side Room Games jetzt erschienen. Das ist der Reprint, das Spiel gab es schon 2017 und ist jetzt als Kickstarter-Kampagne nochmal im Anfang des Jahres gelaufen, relativ erfolgreich. Und dazu gab es auch die Erweiterung, die habe ich euch im Unboxing gezeigt, das verlinke ich euch hier oben, das Unboxing-Video. Und wir gucken uns aber heute erstmal nur das Basisspiel an. Die Unboxing, die Erweiterungskomponenten habe ich alle weggenommen. Ihr seht jetzt hier nur das, was zum Basisspiel dazugehört. Wir gucken uns einmal nochmal an, was wir haben. Wir haben den Spielplan. Wir sind hier dieser kleine Mensch, der hier detektivische Arbeit verrichten muss und diese Dark Lady suchen muss. Gucken wir gleich. Wir haben ein Regelheft auf Englisch. Ist nicht sehr umfangreich und erhält auch noch weitere Möglichkeiten. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, was das bedeutet. Ihr seht hier Reihenfolgen, Buchstaben, wilder Folge, hat aber auch eine Bedeutung. Dazu gibt es ein kleines Erklärungsheft über über Shakespeare und das London seiner Zeit und auch über die Dark Lady. Er hat wohl einen Teil seiner Sonette einer gewissen Dark Lady gewidmet. Das wird hier erläutert. Von der aber bis heute nicht klar ist, wer das gewesen sein kann. Es gibt wohl 11 Kandidatinnen oder mehrere zumindest und jetzt im Spiel sind es eben 11, 12, 10? 10 sind es, glaube ich, nur. Und jede könnte es gewesen sein. Es gibt darüber auch immer noch einen Streit zwischen Experten und Historikern, wer das denn genau gewesen sein könnte. In diesem Heftchen sind aber zu jeder Kandidatin ein paar Daten und Fakten oder weitestgehend Fakten erläutert. Und auch zu den Orten, die hier auf der Karte abgebildet sind, sind gewisse Erklärungen vorhanden und einige Sonette von Shakespeare mit kurzer Erläuterung dazu sind auch abgedruckt in diesem Beiheft. Und auch zur Veröffentlichung der Sonette gibt es hier einen kurzen Artikel, was das damals alles bewirkt hat, wer das war, wer das gemacht hat und so weiter. Soll uns jetzt nicht interessieren. Wir gucken uns jetzt mal das Spielbrett an. Wir haben 11 Ortschaften. Jede Ortschaft hat gewisse Landmarks, heißen sie im Regelheft, also Eigenschaften oder Örtlichkeiten, die dort vorhanden sind. Es handelt sich hier um, hier ist die Legende dazu, um entweder Kirchen, Kathedralen oder um Handelsgebiete, vielleicht ein Markt oder sowas. Wir reden hier vom London 1600 um die Kante rum, Ende 16. Jahrhundert. Vielleicht ein Markt oder sowas oder eine Gilde. Dann haben wir hier Playhouse, also die ersten Theater in diesen Ecken, dann Bootsanlegestellen, Riverside, also Uferanlagen. Dann haben wir rural, ländliche Gegenden, das ist hier oben der Fall. Und wir haben Shakespeares Residenzen, er hat wohl mehrere Häuser gehabt, in denen er gewohnt hat, die sind in diesen Gebieten zu finden. Und wir haben Tavernen, die sind hier und hier zu finden. Es gibt sogar den Namen St. Mary's Overy, nee, The George Inn ist es, und The Boar's Head Inn. Und dann hier eine Kathedrale, hier ist St. Helens die Kirche und hier ist St. Mary Overy, auch eine Kirche. Und hier oben noch Office of the Revels, eine Kirche. Und die Namen der Theater, also das ist hier alles abgebildet, ganz nett gezeichnet. Auf der Rückseite, ich zeige es euch mal kurz, auch eine alte Skizze, vielleicht eine Radierung über das London von 1555 etwa. Auch sehr hübsch. Wir spielen hier vorne. Wir bereiten das Spiel kurz vor. Unser Detektiv muss sich als erstes einen Ort aussuchen. Ich fange hier mal in Cornhill an. Dann gibt es zu jedem Ort eine solche Karte. Die sind nicht geheim, die sind nicht versteckt. Und ihr seht vielleicht, ich zeige es euch mal etwas näher, die haben Löcher. Jede Karte hat dieses Loch aber an einer anderen Stelle. Wir haben einmal abgebildet eine kleine Skizze, dann die Eigenschaft, die an diesem Ort zu finden ist. Wir gucken mal Cripplegate, eine Residenz von Shakespeare, jawohl, Cripplegate, Residenz von Shakespeare, das ist hier. Und auf der Rückseite ein kleines Zitat aus einem der Sonette von William Shakespeare. Die lese ich euch aber auch nicht alle vor während des Spiels, das würde zu lange dauern und mein Englisch ist jetzt vor allen Dingen nicht das allerbeste, wenn es um Shakespeare geht.
So, wir sind an Cornhill und damit können wir uns diese Cornhill-Karte im Prinzip auch schon nehmen. Wir werden im Laufe des Spiels über den Plan wandern und können uns jeden besuchten Ort auch als Karte nehmen. Das hat auch eine Bewandtnis. Dann müssen wir gucken, dann haben wir hier Nebelkarten. Diese Nebelkarten ermöglichen gewisse Dinge. Decke einen neuen Hinweis auf, lege einen Hinweis ab und hole dir aber einen neuen. Und andere Dinge, die wir eventuell im Laufe des Spiels nutzen können. Die Nebelkarten kommen nach und nach ins Spiel. Das gehen wir gleich durch. Dann haben wir hier die Dark Lady. Das ist eine Deckkarte. Und hier haben wir jetzt, ich zähle es nochmal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mögliche Dark Ladies. Jede mit einem Bild, einem Namen und gewissen Eigenschaften. Es gibt insgesamt solche Eigenschaften 7 Stück. Ihr seht jede mit unterschiedlicher Kombination aus Eigenschaften. Ihr seht auch hier Holzmarker für jede dieser Eigenschaften. Im Einzelnen ist das, dass diese Dame musikalisch ist oder dass sie verheiratet ist, dass sie ihr Herz leicht an andere vergibt, dass sie eine Verbindung zur Krone hat, dass sie Kinder hat, dass sie schriftstellerisch aktiv ist. Und hier dieses Symbol bedeutet, dass sie eine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare selbst hat. Dann haben wir hier 4 Hilfsmarker für die Dark Lady, mit denen wir uns mögliche Orte markieren können. So, es geht jetzt darum, dass wir über den Plan wandern. Die Dark Lady wandert ebenfalls und wir haben nur diese Hinweismarker und dieses Ortsdeck hier als mögliche Hinweise. Und wenn wir an Orten sind, wo wir vermuten, dass wir die Dark Lady finden, dann können wir danach nach ihr suchen und erhalten dann Hinweise auf mögliche Eigenschaften von ihr. Dann spielen diese Symbole hier eine Rolle. Genau das gehen wir jetzt durch. Ich mische die Karten und nehme dann die oberste Karte einfach ab. Und das ist unsere Dark Lady. So, die lege ich hier unter den Plan. Dann hat sie dieses Pflanzensymbol und das Gegenstück dazu. Jedes Symbol gibt es im Deck 2-mal. Suche ich auch raus. Das ist ein, sagen wir mal, deutlicherer Hinweis auf die Dark Lady. Aber an den komme ich nicht ohne weiteres ran. Und die anderen Dark Ladies, die anderen Karten, das sind meine weiteren Hinweiskarten. Die decke ich ab, indem ich unten drunter die Abdeckkarte lege, den Stapel umdrehe. Das sind jetzt meine möglichen Hinweiskarten. Die habe ich hier liegen. Diesen deutlicheren Hinweis auf die Dark Lady, den lege ich hier unten hin. Und sperre den ab, decke den zu und lege da alle Ortskarten drauf, die ich noch nicht besucht habe. Das heißt, erst wenn ich alle Orte besucht habe auf dem Plan, jeweils mindestens einmal, dann habe ich alle Karten hier in der Hand, dann ist diese Hinweiskarte frei und ich kann auf diesen Hinweis praktisch ohne Einsatz von Ressourcen oder sowas zugreifen. Dann haben wir hier das Ortsdeck. Das ist das Deck, mit dem die Dark Lady durch die Gegend wandert und das sieht auf der Rückseite so aus. Einmal kurz näher ran. Ihr seht oben eine Reihe von Buchstaben, unten eine Reihe von Buchstaben und mitten auf der Fläche den Kopf einer Lady. Das ist genau auch dieser Holzmarker, den ich hier als Hinweismarker habe. Die Buchstaben und der Kopf geben an sich erstmal keinerlei Hinweise auf irgendetwas. Die Buchstaben sind aber wichtig für die Reihenfolge, denn die Dark Lady läuft natürlich auch einen ununterbrochenen Pfad. Und wenn ich hier oben eine der Buchstabenfolgen wähle, dann läuft sie den auch wirklich. Das heißt, sie bleibt nicht stehen. Sie kann aber jederzeit umkehren. Das heißt, nehmen wir an, sie sei hier mit ihrem nächsten Zug, wandert sie auf jeden Fall einen Schritt weiter. Sie könnte dann auch wieder zurückwandern. Sie bleibt aber nicht stehen. Bei den Buchstabenfolgen hier unten, und die zeige ich euch gleich, welche ich gewählt habe, kann es schon mal sein, dass sie einfach mal stehen bleibt. Dann ist das Rausfinden, wo sie jetzt sein könnte, etwas schwieriger. Man wählt also am Anfang des Spiels jetzt in dieser Phase einen Buchstaben aus und sortiert das Kartendeck alphabetisch. Und ihr seht, ich habe das mit dem ersten Buchstaben links oben gemacht. B, X, Y, Z. Das geht durch bis rauf zum A. Das ist der erste Buchstabe in diesem Alphabet. Es gibt einige weitere Ortskarten, die haben an dieser Stelle keine Beschriftung, sondern nur einen Strich. Die werden für genau diese Spielvariante nicht gebraucht. Sie werden aber vielleicht diese Karte hier zum Beispiel für die zweite, nicht für die dritte, aber dann wieder für die vierte Variante gebraucht. Und hier unten ist es genauso.
Das heißt, ich habe insgesamt 30, nein, etwas über 30 Karten. 26 habe ich hier, ich glaube 6 sind es hier, das heißt, ich habe 32 Karten. Und es gibt verschiedene Alphabetfolgen, die ich mir auswählen kann als, ja, als Wiederspielanreiz, dass es nicht immer der gleiche Ablauf ist, den ich auswendig lerne. Die kann ich also jetzt nicht mischen, diese Karten. Ich kann ihn aber, und das muss ich auch, einmal abheben. Und dann habe ich hier einen runden Marker. Sowas kennt man auch schon aus Palm Island zum Beispiel, aus irgendwelchen anderen Deckspielen. Das heißt, ich gehe dieses Deck durch und für das normale Spiel, für die normale Schwierigkeitsvariante, nehme ich den runden Marker auf der 2. Wenn ich den nach oben bekomme durch das Spielen des Decks, muss ich ihn einmal umdrehen auf die 1, wenn ich ihn dann nochmal nach oben bekomme, auf die 0. Und wenn ich die 0 dann wieder nach oben bekomme, dann habe ich verloren, dann habe ich nämlich zu lange gebraucht. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Ich weiß jetzt, die Dark Lady hier oben fängt auf einem Playhouse an. Das heißt, ich kann mir jetzt schon sagen, sie fängt entweder in Blackfriars, in Liberty of the Clink oder in, hier oben ist es Shoreditch, an. Ich weiß also, in einer dieser drei Stellen ist sie. Und ich lege einfach mal los. Wir suchen mal. Ich kann mich jetzt entscheiden, bleibe ich stehen? Nein, ich fange ja gar nicht an. Die Dark Lady fängt an, mit einem Zug. Ich nehme die oberste Karte, schiebe sie nach unten und sehe jetzt, sie wandert von einem Playhouse zu einer Kirche. Das kann sie jetzt von Shoreditch aus nach Bishopsgate. Sie könnte auch von Liberty of the Clink nach Southwark laufen. Oder sie kann von Blackfriars nach St. Paul's oder sogar nach Clerkenwell gelaufen sein. Das heißt, ich habe jetzt 4 mögliche Orte, an denen sie sein könnte. Das heißt, keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich bin dran. Jede Vermutung ist richtig. 25% Wahrscheinlichkeit, dass ich sie finde. Also gehe ich jetzt erstmal irgendeinen anderen Ort besuchen. Ich gehe nach Eastcheap. Jetzt bin ich in Eastcheap, kann mir die Karte raussuchen. Leg mir die zur Seite. Jetzt ist die Dark Lady wieder dran. Und jetzt geht sie von der Kirche, das hatten wir als letztes, zu einem Handelsgebiet, zu einem Markt oder einer Gilde. Das heißt, sie kann von Southwark nach London Bridge gehen oder sie kann von St. Paul's oder Bishopsgate nach Cornhill gegangen sein. Sie kann nicht in Clerkenwell gewesen sein und sie ist jetzt auch nicht mehr in St. Paul's. Denn von Clerkenwell aus gibt es nicht einen direkten Weg von einer Kirche zu einer Gilde oder einem Markt. Jetzt habe ich nur noch 2 Möglichkeiten, in denen sie sein kann. Und ich entscheide mich jetzt, dass ich einfach abwarte und dass sie eventuell zu mir kommt. Das hat einen gewissen Grund, denn wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, ist sie ja als nächstes dran und bewegt sich, dann ist sie weg. Also hoffe ich jetzt, dass sie zu mir kommt. Ich könnte auch nach Bishopsgate laufen und hoffen, dass sie zurückkommt. Auch eine Idee. Machen wir das mal. Bishopsgate. Dann suche ich mir wieder die Karte raus von Bishopsgate. Hier ist sie. Ihr seht das hier unten, ja. Dann ist Dark Lady wieder dran und sie läuft zu einer Taverne. Das heißt, sie kann von Cornhill oder London Bridge nach Eastcheap gelaufen sein oder nach Southwark zurück. Da ist nämlich auch eine Taverne. Da ist meine Spekulation nicht aufgegangen. Hätte ich dann doch besser warten sollen. Aber genau das tue ich jetzt. Ich passe und dann läuft sie wieder zu einer Kirche. Das heißt, sie kann jetzt nicht von Southwark zu einer Kirche direkt in einem Schritt gelaufen sein. Sie war also nicht in Southwark. Sie ist also hier und kommt jetzt zu einer Kirche nach St. Helens in Bishopsgate. Das heißt, sie muss jetzt hier sein. Das ist ziemlich sicher, wenn ich nicht irgendwo einen Logikfehler gemacht habe. Und jetzt kommt eine zweite Option neben oder eine dritte Option neben einen Schritt gehen oder passen, die ich machen kann. Ich sage jetzt, ich suche nach ihr. Und genau diese Suche machen wir jetzt. Die fängt damit an, dass ich eine Nebelkarte ins Spiel bringe. Dann, ohne die nächste Karte aufzudecken, diese Nebelkarte unter die aktive letzte Karte, oberste Karte schiebe und die dann abnehme. Das heißt, das Ortsdeck ist jetzt mit einer Nebelkarte verdeckt, der Ort, wo sie in Bishopsgate ist. Und ob sie im Bishopsgate ist oder nicht, das erfahren wir jetzt, indem wir durch das Schlüsselloch gucken. Wir decken die Ortskarte auf den Ort drauf, drehen das Ganze einmal um und stellen fest, wir sehen durch ein Schlüsselloch tatsächlich
dass die Silhouette der Dark Lady. Wir erhaschen also einen Hinweis auf sie. Und den können wir uns jetzt nehmen. Das heißt, wir haben erfolgreich gesucht. Die Location-Karte kommt wieder zurück. Diese Karte ist aus dem Spiel raus. Dafür ist ja jetzt die Nebelkarte im Deck. Und wir können uns jetzt hier von der obersten, die oberste Karte, diesen Hinweis nehmen. Und jetzt gucken wir uns den näher an. Wir sehen hier drei Eigenschaften, aber das müssen nicht die drei sein, die für unsere Dark Lady, die wir suchen, gelten. Sind sie es normalerweise auch nicht. Wir wissen aber, dass dieses Pflanzensymbol hier, ist das eine Distel vielleicht, keine Ahnung, dass das gilt. Und damit gilt hier diese Aussage, die hier steht. Für dieses Pflanzensymbol, von diesen drei Eigenschaften, die hier abgebildet sind, sind entweder keine oder genau zwei zutreffend auf diese Dark Lady, die hier liegt. Das ist jetzt ein erster Hinweis. Das heißt, ich kann mir jetzt mal diese drei Eigenschaften, dokumentierte Verbindung zu Shakespeare, schriftstellerisch tätig und hat Kinder, erstmal hier hinlegen auf die drei vorbereiteten Felder. Die sind nicht richtig, das weiß ich auf jeden Fall, aber das sind meine ersten drei. Entweder gilt keine davon, dann gelten alle anderen hier, eine oder drei von den anderen hier, oder es sind zwei davon wahr und noch ein dritter von der anderen Seite kommt noch rein. Das ist unser erster Hinweis, den legen wir zur Seite, hilft uns noch nicht. Jetzt haben wir einen Hinweis, jetzt flieht die Dark Lady um genau eine Karte, das heißt, sie läuft jetzt weg. Sie kann nur zu einem Handelsgebiet laufen und das kann nur Cornhill sein. Gut, jetzt sind wir wieder dran. Wir sind also noch nicht weiter, was die genaue Kenntnis ihrer Eigenschaften angeht, denn das ist unser letztliches Ziel, wir müssen sie dann finden. Und an dem Ort, wo wir sie dann gefunden haben, ihr auch sagen können, du hast genau diese drei Eigenschaften und wenn sie das dann ist, dann haben wir gewonnen. Jetzt können wir das noch nicht tun, weil wir noch nichts wissen über die Eigenschaften oder zu wenig wissen. Also müssen wir weiter nach Hinweisen suchen, Orte besuchen und weiter hoffen, dass wir sie finden. Wir laufen nach Eastcheap. Oh, wir haben Glück, sie kommt wieder zu uns. Denn sie kann nicht von hier aus zu einer anderen Taverne laufen, nach hier. Also muss sie auch wieder hier sein. Das heißt, wir können jetzt wieder direkt suchen im Anschluss. Wieder eine Nebelkarte unter die erste schieben, die erste abnehmen. Diesmal jetzt auf Eastcheap drauflegen, umdrehen und wir sehen natürlich wieder ihre Silhouette. Auch jetzt haben wir erfolgreich gesucht. Die Karte kommt aus dem Spiel. Eastcheap kommt zurück. Wir nehmen uns einen weiteren Hinweis. Ich habe bei meinen ersten Spielen so gemerkt, dass man etwa 4, vielleicht 5 Hinweiskarten braucht, um sicher sagen zu können, welche Eigenschaften sie hat. Vielleicht kommen wir heute früher raus. Ich glaube es nicht. Wir sehen aber jetzt hier, oh, das ist spannend, für dieses Pflanzensymbol, dass zwei Eigenschaften, zwei von diesen dreien hier richtig sind. Jetzt können wir mal ein bisschen Logik anwenden. Wir schauen mal. Das hier ist die mit der stabilsten Aussage, aber fangen wir mal an. Wir legen mal einfach die ersten beiden hin. Damit das dann wahr ist, darf es nicht mehr musikalisch als Eigenschaft sein bei der Dark Lady. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Eigenschaften zusammenstellen können, die dann auch noch diese Karte als zutreffend einstufen. Das heißt, wir haben die dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Dann müssen es also nicht mehr 0 sein, dann sind es aber auf jeden Fall 2. Wir brauchen also noch eine weitere von diesen beiden Eigenschaften. Das kann aber jetzt jede sein. Das kann sowohl die schriftstellerische Tätigkeit sein, als auch die, dass sie Kinder hat. Das heißt, wir haben mindestens 2 verschiedene Möglichkeiten, die für beide auf die beide Hinweise zutreffen. Das heißt, wir sind immer noch nicht wirklich schlauer. Das Gleiche könnte man jetzt hier oben auch nochmal durchkombinieren, indem man statt des Herzens die Note nimmt. Dann ist es nicht das Herz, dann gilt aber hier wieder das Gleiche. Es müssen mindestens dann 2 sein, weil ansonsten wären es 0. Der eine alleine kann es nicht sein. Auch hier sind es dann wieder diese 2 möglichen Eigenschaften, die hier stehen könnten. Wir sind also tatsächlich mal mindestens bei 4 wahren Aussagen. Und die letzte Möglichkeit, das durchzuprobieren, wäre jetzt hier oben Herz und Note zu nehmen, dann hier drauf zu schauen und zu sagen, noch ist keine dieser Eigenschaften hier aufgelegt. Das heißt, es darf auch gar keine sein, sonst müssten es ja 2 weitere sein. Und sie hat nicht 4, sondern 3 Eigenschaften. Also kann es weder Kind noch
schriftstellerische Tätigkeit noch Verbindung zu Shakespeare sein, dann muss es eine von diesen beiden anderen sein. Das heißt, wir haben hier nochmal zwei verschiedene mögliche, wahre, zutreffende Aussagen für diese beiden Hinweise. Dann kommen wir insgesamt auf 6. Das ist viel zu vage, um irgendetwas zu vermuten. Wir haben aber jetzt zwei Hinweise, sind ein kleines Stück weiter. Ich lege die beiden einfach mal hier oben hin. Jetzt flieht die Dark Lady wieder, aber sie flieht jetzt um die Zahl der Hinweise, die ich habe. Jetzt habe ich zwei Hinweise. Das heißt, sie huscht einfach davon im Nebel von London. Ich nehme zwei Karten von hier oben und sie ist jetzt wieder auf einem Handelsgebiet, an einer Gilde oder einem Markt. Das heißt, sie kann da oder da sein, denn ich weiß ja nicht, in welche Richtung sie weggelaufen ist. Vielleicht ist sie über Bishopsgate nach Cornhill gelaufen, vielleicht ist sie auch über Cornhill nach Cripplegate oder St. Paul's wieder zurück, oder sie ist nach unten entwischt, über London Bridge nach Southwark und wieder zurück nach London Bridge. Gut, das ist mir jetzt erstmal wieder egal. Die Dark Lady ist auf jeden Fall dran. Und sie geht wieder zu einer Kirche. Das heißt, sie kann hier hingegangen sein, dahin oder dahin. Und jetzt gehe ich weiter auf Ortschaften sammeln, um auch an diesen Hinweis zu kommen. Ich gehe runter nach London Bridge. Nehmen wir die Karte. Dann sehe ich jetzt, dass die Dark Lady zu einer Uferstelle geht. Das heißt, sie kann nach hier gegangen sein. Sie kann von hier aus aber auch nach da gegangen sein. Von hier aus kann sie nach dort gegangen sein. Hier kann sie nicht gewesen sein, weil hier keine Uferstelle als nächstes liegt. Sie könnte jetzt bei mir sein. Ich könnte jetzt versuchen zu raten, aber ich lasse das. Ich gehe einfach weiter nach Southwark. Zumindest glaube ich, dass es so ausgesprochen wird. So. Dark Lady ist wieder dran. Sie geht auf ein ländliches Gebiet. Das kann sie von hier aus gar nicht sein. Nein, kann sie nicht. Auch von hier aus hat sie kein ländliches Gebiet, was sie erreichen könnte. Aber von hier aus ja, nach Clerkenwell. Dann ist sie auf jeden Fall da oben. Dann gehe ich nach Liberty of the Clink. Wenn ihr heute auf die Karte von Google Maps oder so schaut, aufs Navigationssystem, das ist mitten in London. Diese Gebiete liegen alle relativ dicht für heutige Verhältnisse beieinander. So, die Dark Lady ist wieder dran. Sie geht auf ein Gebiet mit einem Haus von Shakespeare. Das kann von hier aus nur Cripplegate oder auch Blackfriars sein. Ich gehe dann auch nach Blackfriars. Ich will ja jetzt Orte sammeln. Im Moment bin ich mir nicht sicher, wo genau sie ist, also suche ich nicht nach ihr. Dann geht sie wieder auf eine Anlegestelle. Das kann sie von hier aus auf diese hier, nach Liberty of the Clink. Sie war also tatsächlich hier. Macht aber nichts. Von hier aus kann sie nicht zu einer Anlegestelle geraten sein. Das heißt, sie ist da unten. Es bringt aber jetzt nichts, wenn ich hinterher laufe, denn dann läuft sie mir weg oder wieder zurück. Ich könnte aber passen. Das mache ich mal. Dann ist sie wieder dran und läuft zu einer Taverne weiter. Dann laufe ich jetzt hinterher. Und jetzt läuft sie zu einer Anlegestelle. Das heißt, sie ist entweder hier oder dort. Ich suche sie jetzt mal in Liberty of the Clink. Die Chance ist 50-50. Ich nehme mir wieder eine Nebelkarte. Liberty of the Clink drauflegen, umdrehen. Hier ist sie nicht. Das heißt, ich habe erfolglos gesucht. Die Karte kommt weg. Es liegt jetzt der Londoner Nebel über Liberty of the Clink. Über dieses zumindest. Und sie flieht jetzt wieder um zwei Karten. Das heißt, ich nehme jetzt, ohne zu zeigen, welche Karten es sind, zwei weg. Decke ein Haus auf. Ich weiß also, sie ist entweder wieder hier oder dort. Sie war hier nicht, das heißt, sie kann nur hier gewesen sein. Zwei später ist dann das Haus hier. Hier oder dort. Jetzt ist sie aber nochmal dran. Auf einem Handelsgebiet, dann ist sie hier oder hier. Hier kann sie eigentlich gar nicht mehr sein. Sie ist vom Haus nach Cornhill gegangen zum Handelsgebiet, das kann hier sein. Andere Verbindungen gibt es nicht. Das heißt, ich weiß jetzt, dass sie in Cornhill ist, das hilft ihnen aber nicht, da bin ich nicht. Suche ich mir einen Weg aus, über den ich gehe. Ich gehe hier oben rum über Blackfriars. Dann geht sie zu einem Haus, das kann hier sein oder hier. Dann gehe ich nach Clerkenwell, dann kann ich mir die Clerkenwell-Karte hier aus dem Stapel nehmen.
und sie geht auf ein ländliches Gebiet, das ist hier oder hier. Ich suche nicht, ich gehe nach Cripplegate. Auch hier nehme ich mir die Karte. Mir fehlen noch St. Paul's und Shoreditch. Shoreditch ist hier oben, St. Paul's hier. Die Dark Lady ist wieder dran, sie geht wieder zu einem Haus. Sie kann also hier sein oder dort sein. Ich gehe nach St. Paul's. Nehme mir die St. Paul's Karte. Und die Dark Lady geht zu einer Kirche. Und jetzt? Von Haus nach Kirche kann hier nicht sein, dann würde sie stehen bleiben, tut sie in diesem Spiel nicht. Hätte hier sein können, aber hier war sie nicht. Sie kann also nur von hier aus entweder nach Clerkenwell oder nach St. Paul's gegangen sein. Von einem dieser beiden Orte kann sie zu den beiden Orten gelaufen sein. Ich traue mich, Fragezeichen. Übrigens, es gibt neben der Tatsache, dass der Stapel dreimal durchläuft, auch noch eine weitere Art zu verlieren, indem man nämlich diese Nebelkarten aufbraucht. Wenn man dann keine mehr hat, wenn man eine braucht, hat man auch verloren. Und natürlich, wenn man am Schluss versucht, die Dark Lady zu entblößen mit ihren Eigenschaften zu konfrontieren und das nicht gelingt, das also verkehrt geraten ist oder verkehrt gefolgert ist aus den Hinweisen, dann hat man natürlich auch verloren. So, dann schauen wir mal. Ich bin heute feige, ich gehe mal nach Cripplegate. Sie geht jetzt zu einer Playhouse, das kann sie von dort oder dort nur nach hier. Jetzt ist sie auf jeden Fall in Blackfriars. Was soll's, ich gehe nach Shoreditch. Jetzt kann ich mir die Shoreditch-Karte nehmen und jetzt kriege ich sofort diesen Hinweis. Und ihr seht, für dieses Pflanzensymbol, das ist immer nur das hier, gilt jetzt eine dieser Eigenschaften auf dieser Karte. Und jetzt können wir versuchen, ein bisschen mehr zu schlussfolgern aus diesen Karten hier. Wir haben ja hiermit angefangen mal mit den zwei möglichen Eigenschaften, die auf jeden Fall unter diesen dreien zu finden sind. Wir versuchen das mal. Dokumentierte Verbindung zu Shakespeare und verschenkt ihr Herz gerne an andere. Dann darf es nicht die Note sein. Die drehen wir uns einmal um auf die graue Seite. Die sind einmal schwarz, einmal ja, so silbrig-grau. Dann wissen wir von dieser Karte jetzt, dass es auf jeden Fall eine sein muss, aber nicht mehr. Das wäre dann genau diese Verbindung zu Shakespeare. Dann hat sie auf jeden Fall keine Kinder und darf auch nicht musikalisch sein. Das ist schon umgedreht, das würde passen. Dann schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. 0 oder 2, eine ist schon aufgedeckt, es muss also noch ein weiterer dazu. Das kann dann nur die schriftstellerische Tätigkeit sein oder Kinder haben. Kinder darf sie aber nicht haben, weil das dann hier dieser Karte widerspräche, diesem Hinweis. Das heißt, das hier wäre eine mögliche Aussage. Wir gucken mal, ob wir noch zu einer anderen möglichen Aussage kommen, indem wir hier anfangen mit der Verbindung zu Shakespeare und der Note. Da gelten 2, dann darf sie nicht... Dann darf sie nicht promiskuitiv sein. So ist es, glaube ich. Ein Wort, das selten verwendet wird. Dann müssen wir jetzt hier schauen, es darf nur eine Eigenschaft wahr sein. Hier sind es aber schon 2. Das würde nicht passen, diese Kombination. Wir gehen also wieder zurück. Eine Kombination, die wir noch nicht ausprobiert haben von dieser Karte, ist dann diese hier. Dann darf es nicht die dokumentierte Verbindung zu Shakespeare sein. Hier muss es eine sein, hier ist die Note schon drin. Dann darf es also nicht eine Dame mit Kindern sein und auch eben nicht mit dokumentierter Verbindung zu Shakespeare. Das kriegen wir hin. Und dann schauen wir hier 0 oder 2. Bisher ist keine abgebildet, das heißt, es darf auch keine weitere sein. Das heißt, die Verbindung darf es nicht sein, ich darf keine schriftstellerische Tätigkeit ausüben und sie darf keine Kinder haben. Auch hier hatten wir 2 mögliche Aussagen. Entweder ist sie verheiratet oder hat eine Verbindung zur Krone, zum Königshaus. Das heißt, wir haben jetzt schon die Aussagen Nummer 3 und 4, die wir aus diesen 3 Hinweisen folgern. Das heißt, wir sind immer noch nicht sicher und können also wieder bei 0 anfangen sozusagen. Wir müssen weitersuchen. Die Dark Lady ist wieder dran, denn ich bin ja hierher gezogen nach Shoreditch. Sie zieht auf ein Haus, das heißt, sie kann nur nach hier gezogen sein. Dann gehe ich ihr mit B
Bischofsgate entgegen. Dann zieht sie zu einer Taverne. Dann gehe ich nach East Sheep. Jetzt müsste sie zu London Bridge oder zu Liberty of the Clink gehen können und mal gucken, was es ist. Jetzt sind wir am runden Ende angefangen. Sie ist jetzt mit einmal mit ihrem Lauf durch London durch, fängt jetzt wieder von vorn an. Ich drehe das auf die 1 zurück. Sie geht auf ein Playhouse. Das heißt, sie ist auf jeden Fall hier. Puh. Das heißt, ich glaube, sie kommt hier unten wieder zurück. Jetzt könnte man sich den Weg natürlich merken bei diesen Abfolgen. Das ist aber, naja, mitunter schwierig. Dann müsste man schon ein sehr gutes Gedächtnis haben für alle möglichen Varianten. Denn ich habe ja auch abgehoben. Ich habe nicht nur den Weg gelegt, aber ich habe dann nochmal abgehoben. Und die Frage ist, wo sie dann angefangen hat. So, sie ist wieder dran. Sie geht zu einer Kirche. Das kann sie wieder nur in Southwark sein. Jetzt passe ich in der Hoffnung, dass sie zu mir kommt. Und genau das tut sie. Ich habe noch nicht genug Informationen aus diesen Hinweisen, um auf ihre Eigenschaften zu schließen. Das heißt, ich suche nach einem weiteren Hinweis jetzt. Ich nehme also wieder eine Nebelkarte, schiebe sie hier drunter, nehme die oberste Karte und suche mir London Bridge raus als Schlüsselkarte. Da ist es. Ihr seht übrigens, dass die Karten hier eine gewisse Farbe haben, die auch auf dem Spielplan zu finden ist. Das hat mit dem Basisspiel nichts zu tun, ist aber für eine der Erweiterungen wichtig. Auf die kommen wir dann in einem der nächsten Videos zu sprechen. So, ich wollte London Bridge raussuchen, habe ich natürlich direkt wieder vergraben. Wir legen es einmal drauf, drehen es um und da ist sie natürlich. Mal richtig verfolgt das Ganze. Die Karte kommt wieder weg. Und wir kriegen einen weiteren Hinweis. Und auch hier jetzt wieder einen Hinweis mit 0 oder 2 dieser Eigenschaften. Jetzt müssen wir gleich wieder ein bisschen Aussagenlogik durchprobieren. Das ist nicht weiter schwierig. Man muss nur darauf achten, dass man auch alle Möglichkeiten wirklich durchprobiert und konsequent bleibt bei der Logik. Aber sie flieht erstmal. Das heißt, wir haben jetzt 4 Hinweise. Das heißt, ich muss 1, 2, 3, 4 Karten. Schwupp, sie landet irgendwo im dichten Londoner Nebel. Und dann ist sie dran und landet auf dem Haus. Mit 4, 5 Zügen irgendwo landet sie auf irgendeinem der Häuser und es gibt insgesamt 4 Stück. Sie kann überall sein, ist die Aussage. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Hinweise an. Also, wir müssen wieder oben anfangen. Da, wo wir das meiste haben, 2. Wir fangen mit dem dokumentierten Link zu Shakespeare an, mit dem Herzen. Dann darf es nicht die Musiknote sein. Dann drehe ich mir einfach um. Dann gucken wir uns diesen Hinweis an. Eine von diesen Eigenschaften, die liegt schon aus. Dann darf sie keine Kinder haben und darf nicht musikalisch tätig sein. Auch in Ordnung. Dann gucken wir uns diesen Hinweis an. 0 oder 2, eine liegt schon, dann muss es eine zweite sein. Entweder schriftstellerisch oder Kinder. Kinder darf es nicht sein wegen des anderen Hinweises. Dann wäre es das hier. Und dann gucken wir mal, ob diese Hinweise immer noch passen. 0 oder 2. Und ich sehe tatsächlich 2. Mhm. Das Herz und die Feder, aber nicht den Ehering. Der ist nicht dabei. Mit diesen 4 Hinweisen würde jetzt diese Kombination von Eigenschaften zutreffen. Das sieht schon ziemlich gut aus, muss es aber immer noch nicht richtig sein, denn wir können nochmal schauen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Merken wir uns Kette, Herz, Feder und schauen mal, ob wir noch eine andere Möglichkeit erschließen können. Wir nehmen mal, ich glaube, mit Kette und Herz waren wir schnell gescheitert. Mit Kette und Note waren wir schnell gescheitert. Dann müssen wir Herz und Note ausprobieren. Dann darf es nicht die Kette sein. Legen wir die Karte weg. Hiervon muss es eine sein. Die Note liegt schon. Dann darf sie also auch keine Kinder haben und die Kette nicht. 0 oder 2. Keine liegt. Das heißt, es muss bei 0 bleiben. Das heißt, es darf auch nicht die Feder sein, es müssen Krone oder Ring sein. Jawohl, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. 0 oder 2,
das Herz liegt, also müssen es zwei sein. Die Note ist es nicht hier drauf, es muss also noch der Ehering da drauf sein. So, wir haben jetzt also schon noch eine zweite Kombination, auf die alle vier Hinweise zutreffen. Wir werden also noch einen fünften brauchen. Wir haben Herz, Note, Ring und wir hatten eben Kette, Herz und Feder. Und eine dieser beiden Möglichkeiten ist es, aber uns reichen die Hinweise noch nicht. Wir müssen weiter suchen. Die Dark Lady war dran, sie ist auf ein Haus gezogen. Ich bin dran, ich gehe mal nach Eastcheap. Und dann geht sie von Haus nach Handelsgebiet. Das heißt, sie kann nur hier sein oder von da aus gekommen sein. Aber sie kann nicht von den anderen beiden kommen. So. Wo ging sie als nächstes hin? Ich glaube, sie ging wieder nach Eastcheap. Ich passe. Nein, sie ging zu einer Kirche. Das ist entweder Bishopsgate oder St. Paul's. Ich passe wieder. Und sie ist in Blackfriars. Von hier oben kann sie nicht zu einem Ufer gekommen sein. Dann gehe ich nach Cornhill, dann geht sie auf ein ländliches Gebiet, dann gehe ich nach Cripplegate, jetzt kommt sie in ein Haus, das heißt, sie ist entweder hier in Cripplegate oder in Blackfriars. Und jetzt bin ich der Meinung, wir versuchen mal einen Hinweis zu erhaschen, sie irgendwo in der Menge zu erspähen. Wir suchen also wieder nach ihr, ich suche mir Cripplegate raus. Hier nehmen wir wieder eine Nebelkarte, auf Cripplegate draufgelegt, umgedreht, sie ist nicht dort. Das heißt, sie ist dort. Ich habe erfolglos gesucht, das war nicht sehr gut. So langsam gehen die Nebelkarten dem Ende entgegen. Und sie flieht jetzt wieder. Ich habe vier Hinweise, das heißt 1, 2, 3, 4 Karten. Sie ist in einer Taverne und von einer Taverne geht sie an ein Haus. Das heißt Taverne, Haus, Taverne, Haus. Und wieder ist sie weg. Sie kann überall lang gelaufen sein. Ich gehe nach Cornhill. Und sie kommt von Haus nach Gilde oder Markt, das heißt, sie kann nur in Cornhill sein. Und jetzt versuche ich es nochmal mit einem Hinweis auf sie. Suche mir Cornhill raus. Wieder eine Nebelkarte. Einmal aufgelegt, umgedreht, das Schlüsselloch geschaut, da ist sie. Das heißt, wir kriegen einen Hinweis und jetzt hoffen wir, dass das einer ist, der uns die Entscheidung bringen lässt. Herz haben wir schon mal, einer nur. Und dann darf sie keine Verbindung zu Shakespeare haben und nicht schriftstellerisch tätig gewesen sein. Das heißt, es kann nur noch diese Kombination aus den anderen vier Hinweisen, hatten wir diese zwei abgeleitet. Herz und eine dieser beiden oder diese Reihe oder Herz und diese Reihe. Die kann es jetzt nicht mehr sein, wenn das Herz dabei ist. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Kann es die nicht mehr sein. Das heißt, wir wissen jetzt, wer sie ist. Haben aber fünf Hinweise und sie flieht jetzt um fünf Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Ist auf einem Playhouse und läuft jetzt einmal zu einem Wohnhaus. Das heißt, sie kann hier getauscht sein und von diesem Playhouse kann sie zu diesem Wohnhaus gelaufen sein. Tja, jetzt wissen wir, welche Eigenschaften sie hatten. Jetzt müssen wir sie fangen. Mal gucken, wie lange wir dafür noch brauchen. Ich gehe mal nach St. Paul's. Und sie geht in eine Taverne. Das kann nur hier unten gewesen sein. Hier oben kann sie nicht mehr sein. Ich bin also in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt ist die Frage, geht sie da hoch oder kommt sie hier wieder rum? Ich gehe mal hier nach Blackfriars. Letzte Runde, wir gehen noch einmal durchs Deck. Sie geht auf ein Playhouse, das heißt, sie geht hier hin. Ich passe, denn ich hoffe, dass sie jetzt zu mir kommt, nach Blackfriars.
Sie geht aber zu einer Kirche, das heißt, sie ist wieder hierhin. Das heißt, ich gehe jetzt zu Liberty of the Klink. Jetzt geht sie im Nebel verschwunden. Jetzt rächt sich, dass ich so viele Suchkarten eingesetzt habe. Jetzt ist sie im Nebel. Jetzt kann ich nicht nach ihr suchen. Sie ist weg. Ich gehe nach Southwark. Und jetzt ist sie auf einer Taverne. Sie könnte nach dort und dann nach dort gelaufen sein oder jetzt hierher gekommen sein. Ja, und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als nach ihr zu jagen. Eine Karte aufdecken. Ich bin in Southwark. Wo habe ich es? Da. Mal schauen, ob sie da ist. Nein, da ist sie nicht. Verdammt. Erfolglos gesucht. Und jetzt sucht sie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Hier geht das, ihr seht, das geht jetzt ganz schnell. Sie ist auf dem Handelsgebiet. Da oder dort. Und läuft jetzt zu einer Kirche. Sie kann also hierher gekommen sein oder dort sein. Boah, ich lege sie jetzt drauf an. Ich suche wieder nach ihr. Southwark. Und sie ist wieder nicht hier. Und sie flieht wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Und sie ist dann auf einer Taverne. Und im Nebel verschwunden. Ich bin dran, ich gehe nach London Bridge. Jetzt ist sie wieder in der Taverne. Dann gehe ich nach Eastcheap. Sie geht auf ein Haus. Ich gehe nach Cornhill. Die ist wieder weg. Ich gehe nach... wo gehe ich hin? Spielt eigentlich keine Rolle. Nach St. Paul's. Sie geht auf ein Haus. Sie kann jetzt also wieder hier sein. Sie kann aber auch dort sein. Sie kann hier sein. Und sie könnte auch hier sein. Ich gehe nach Blackfriars. Sie geht auf ein ländliches Gebiet. Das heißt, sie kann nur dort oder dort sein. Ich passe. Sie geht auf ein Haus. Das heißt, sie kann dort, dort oder dort sein. Und jetzt suche ich einfach nochmal. Tja, ich lege es wieder drauf an. Bin ja sowieso gleich durch mit dem Deck. Wir sind in Blackfriars, das heißt, wir müssen die richtige Karte nehmen. Wir haben wieder nicht getroffen. Sie ist also nicht in Blackfriars. Und sie flieht wieder 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Und ihr seht, ich habe sie nicht erwischt. Das heißt, ich habe das Spiel verloren. Schade. Wir gucken aber nach, ob wir wenigstens die richtigen Schlüsse gezogen haben, was die Eigenschaften angeht. Ehering, Herz und Note. Jawohl, das haben wir immerhin hingekriegt. Es wäre Jane Davenant gewesen oder Davenant wahrscheinlich. Aber wir haben sie nicht rechtzeitig erwischt. Wir haben also zu lange gebraucht und uns zu viel mit den Stochern im wahrsten Sinne des Wortes dichten Londoner Nebel verbracht. Ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, das zu gewinnen. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen auch 4, 5 Mal gespielt und 2 oder 3 Mal gewonnen, aber eben auch nicht jede Runde gewonnen. Letztlich ein Spiel, was etwas Aufmerksamkeit verlangt. Man muss ein bisschen was mit Logik hinkriegen. Das ist ein Scotland Yard-Versteckspiel ähnlich, aber eben solo. Deswegen muss man auch sehr gut aufpassen, was man mit den Karten macht, wie man die Kartenmechanik handhabt, dass man sich da nicht vertut und dann das Spiel auch kaputt macht. Denn die Karten hier sind sortiert nach einem Weg, den sie läuft. Und wenn man den zerbricht, dann kriegt man den natürlich auch nicht sauber nachverfolgt und die Dame dann auch nicht gefunden. Es funktioniert aber. Das sei versichert, man kann das Spiel auch gewinnen, ist mir auch schon gelungen, aber jetzt eben hier in dieser Runde leider nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal vielleicht nochmal mit dem Base Game beschäftigen, vielleicht dann auch mit einer der Erweiterungen, da gibt es mehrere. Das kam in einem kleinen Päckchen, habe ich euch beim Unboxing ja gezeigt, mit dazu. Das ist dieser Inhalt hier. Da sind einige weitere Ladies mit
wieder drei Eigenschaften, aber mit einer etwas anderen Zusammensetzung dieses Kartendecks. Dann sind hier einige Hilfsmarker für die Erweiterungen, die dabei sind. Da sind nämlich in diesem kleinen Päckchen insgesamt 5 Erweiterungen dabei gewesen. Der Rival Poet, die Fair Youth und die Darker Ladies, das waren die hier. Das Rendezvous und Tracers, Waypoints and Traces, also Hilfsmarken. Schauen wir uns gerne beim nächsten Video an. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen. Sagt mir bitte in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Frohe Weihnachten übrigens. Euer Spartakus.